Es ist komplett klebrig. Ah. Oh, okay. Vielleicht vom Ölen. Also diese Schrauben. Das Metall ist halt komplett verklebt. Ja. Und das ist ein Kaninchenstall. Ich überlege gerade, ob ich Gurgi irgendwo festmachen kann hier, aber wahrscheinlich. Oh, hast du Angst vom Eisbär, Gurgi? Okay, danke. So, dass ich sie auch lösen kann. Ach so, so. Ja. Mann, das sieht viel größer aus auf dem Bild. Ich dachte, das wäre wenigstens so groß wie ein Terrarium, aber es ist ja sogar kleiner. Oh Gott, das ist ein bisschen beschriftet. Weißt du, wie es geht? Das ist als erstes, dass die Holzstöpsel brauchen. Ah, Step 1. Diese Dächer, mit den Dächerdingen musst du anfangen. Ich brauche erstmal das richtige Teil. Und zwar, das ist das. Die zwei mit Spitzen da. Ja. So. Natürlich brauche ich wieder das Unterste. Wie es auch nur geht. B. Ah, die sind ein bisschen länger. Sag doch, wenn der Bock hat, zieht er sich ja weg und gerade so hinlegen, du fällst fast um. Und was würdest du sagen, wenn es. Ich will halt den Aufbau dieses coolen Käfigs filmen. Ja. Keine Ahnung. Eigentlich ist es für Meerschweinchen. Ich würde vielleicht oben zumachen, bevor sie flüchten direkt. Ah. In der guten, klebrigen. Die traut sich gerade noch nicht raus. Doch, Tavi kommt. Soll ich helfen? Seit langer Zeit mal wieder Gas oder die Beinchen. Hä? Ich muss nur noch Wasser hinstellen und vielleicht ein Häuschen in dem Häuschen. Da passen sie nicht durch, oder? Ja, nee. Stimmt, dann wäre es doch nichts für Meerschweinchen und so. Ja, stimmt. Also eigentlich ist es wirklich als Kaninchenstall gedacht. Ja, für ein Kaninchen. Das heißt ja auch so auf dem Karton. Okay. Ja, Tavi. Trau dich.
Na komm, Tavi. Na komm. Trau dich. Trau dich raus. Lass. 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 Einfach rausgehen. Hm? Und rein. Ah, der traut sich nicht. Tja, musst du nachhelfen. Auf jeden Fall, das wollte ich zum Rumhoppeln haben.